geräumt wird, dass man wirklich nur staunen kann. Also das ist sozusagen die große Linie. Herr Scholz, verschleppt die Bundesregierung in der Tat die Maßnahmen? Nein. Ich finde, wir haben schnell und zügig gehandelt. Auch im Hinblick zum Beispiel auf das Finanzmarktstabilisierungspaket, wo wir versucht haben zu vermeiden, dass eine große Bankenkrise ausbricht, die ja durchaus denkbar gewesen wäre. Ich glaube, dass wir das Richtige getan haben und dass es auch eine gute Sache war, dass Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat dafür gesorgt haben, dass das ganz schnell geht, auch über Parteigrenzen hinweg, bis zur Partei Die Linke hin, die auch mitgemacht hat, wenn ich das mal lobend erwähnen darf, dass es fertig werden kann, nicht in der Sache. Wir haben noch gar nicht zugestimmt. Ja, aber sie hat akzeptiert, dass wir in einer Woche mit allen Gesetzen fertig sein können. Das, finde ich, darf man da auch mal lobend erwähnen. Man kann ja auch bei Unterschieden jedenfalls dafür sorgen, dass der Staat schnell handeln kann. Das hat er gemacht. Und ich glaube, es haben alle deshalb getan, weil sie nicht das so sehen, wie Frau Ditfurth das eben gemacht hat, sondern der Meinung sind, dass es schon ein Abgrund war, in den wir geblickt haben. Es besser war, dass wir uns davon weg entfernt haben. Das ist uns auch gelungen. Aber natürlich ist jetzt eine schwierige Lage, die übrigens darin besteht, dass, wenn man sich die Wirtschaftsforscher alle anhört und die Vertreter der verschiedenen Industrien, der Banken, auch der Gewerkschaften, dass diejenigen, die ehrlich sind, alle sagen, alle unsere Instrumente, etwas vorherzusagen, funktionieren nicht. Wir können nicht wirklich genau sagen, ob es ganz schlimm kommt oder nicht so schlimm oder ob es einigermaßen glimpflich ausgeht, weil man jetzt so plötzlich schnell veränderte Daten hat. Und darauf müssen wir uns aber einstellen. Und deshalb gibt es eine ganze Reihe von Verabredungen, die man in der Tat treffen kann, damit zum Beispiel die Arbeitslosigkeit nicht steigt, damit möglichst wenige betroffen sind von den schwierigen Situationen, die da sind. Und ich meine, wir wissen das ja gerade in der Automobilindustrie und auch anderswo, dass plötzlich Aufträge nicht mehr da sind, mit denen man ganz sicher gerechnet hatte. Und aus meiner Sicht heißt das, dass wir was machen können. Wir können nicht zaubern, das sollte niemand als Eindruck erwecken, aber wir können etwas tun. Und nach dem Schutzschirm für die Finanzmärkte brauchen wir jetzt einen Schutzschirm für die Arbeitsmärkte. Darum geht es. Das finde ich dann nicht Verkleisterung, sondern konkrete Hilfe für sehr konkrete Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die diese Hilfe auch brauchen und keine Sprüche. Ja, wir versuchen zu verstehen, wie die Politik im Moment funktioniert und nehmen zum Beispiel als Hinweis, was diese Woche war, Herr Töpfer. Da würde mich interessieren, ob Sie das als, sagen wir, einen Ausdruck von Vertrauenswürdigkeit, von Glaubwürdigkeit, von Orientierung begreifen würden. Da haut das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung das Pendlerpauschalengesetz sowas von um die Ohren, dass es kracht und die Bundesregierung in Gestalt der Kanzlerin sagt, eigentlich völlig okay, obwohl sie eben noch dagegen war, und sagt, ist doch ein prima Konjunkturprogramm. Erfüllt sie das mit sowas wie Glaubwürdigkeit, Zuversicht in das, was die Kanzlerin entscheidet? Nein, das ist sicherlich keine Maßnahme, um Vertrauen und Zuversicht zu entwickeln. Alle wissen wir, dass dies anders gewollt war, nebenbei auch ökologisch anders gewollt war. Und das ist ja das, was ich permanent anmahne. Wir müssen doch die Instrumente zur Bewältigung der einen Krise nutzen, um eine andere zu vermeiden. Und das Gegenteil läuft gegenwärtig ab. Das ist mein Riesenproblem. Wir sehen, dass eine fast mutwillig selbstgemachte Bankenkrise dazu führt, dass wir die Ansätze zur Vermeidung des Ruins unseres Planeten zurückstellen. Dass wir zurückstellen, dass die Menschen soziale Bedürfnisse besser befriedigen können. Dies muss geändert werden. Und wenn wir dies nicht ändern, geht die Glaubwürdigkeit verloren. Wir müssen klar machen, dass wir nicht die Krise als Stabilisierung einer vorhandenen Systematik sehen, sondern dass wir die Krise nutzen, endlich nutzen, um Strukturen so zu ändern, dass sie auch zukunftsfähig werden, dass wir unsere Energieversorgung umstrukturieren. Da wird dazu beitragen, dass wir Investitionen in unsere Bausubstanz haben, die das wieder aufgreifen. Das wird dazu beitragen, den Hartz-IV-Empfängern zu sagen, es gibt eine Möglichkeit dort, denn die konsumieren wirklich direkt, die haben diese Notwendigkeit, andere nicht. Also nicht irgendwo durch verbale Dinge an solchen Dingen vorbeidiskutieren, sondern klar und deutlich sagen, wir haben gesehen, dass die Systematik dieser neoliberalen Wirtschaftsordnung in ein Desaster hineinläuft. Und wir müssen deswegen alles dran setzen, dass wir mit der Überwindung der Krise auch wieder zurückfinden zu den Grundlagen einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. Dann haben wir die Krise vernünftig und langfristig tragfähig bewältigt. Ich glaube, Frau Ditfurth hat es anders gesagt. Ich glaube, dass was in der Tat gelernt werden muss, ist, dass unsere Wirtschaft nicht ohne Regeln funktioniert. Und dass die Gier, die einige
an den Tag gelegt haben, nicht nur ihre eigene Branche, den Finanzsektor in Schwierigkeiten gestoßen hat, sondern uns alle jetzt mit reinreißt. Das ist ja schon merkwürdig, dass ein bestimmtes Geschäftsgebaren in einem bestimmten Bereich nun die ganze Weltwirtschaft betrifft. So sieht es ja auch aus. Und wir werden alle gemeinsam viel tun müssen, damit es nicht die Folgen hat, die auch, wenn alles schlecht läuft, eintreten können. Aber die Lehre darauf darf nicht nur kurzfristig sein. Da stimme ich völlig ein. Man kann jetzt nicht nur sagen, das war schlecht und das muss sich, darf nicht, sich nicht wiederholen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir Regeln bekommen für die Finanzmärkte, nicht nur in einem Land, sondern weltweit funktionierende Regeln. Wir brauchen Regeln auch für die Länder und die Staaten. Ich glaube zum Beispiel, eine der Lehren aus der gegenwärtigen Krise ist, dass es eben doch so ist, dass man in einem Sozialstaat besser lebt als in anderen Ländern. Ich will das mal an einem Thema festmachen, das gerade diskutiert wird und mit dieser Finanzmarktkrise zusammenhängt. Dass es diese Immobilienblase in den USA gibt, aber auch in Ländern wie Spanien, wie Irland, wie Großbritannien, liegt doch daran, dass es dort so etwas wie einen sozialen Wohnungsmarkt, wie die Möglichkeit zu akzeptablen Bedingungen in einer akzeptablen Gegend eine Wohnung zu mieten, in diesen Ländern nicht gibt. Wer wenig Geld verdient, muss sich trotzdem hoffnungslos verschulden, um ein Haus kaufen zu können. Und das ist dann die Grundlage für all diese Finanzspekulationen gewesen. Ich glaube, wir fahren in Deutschland mit unserem Sozialstand den Möglichkeiten besser und sollten sie gerade in dieser Krise auch verteidigen. Aber wir waren auch noch bei einem anderen Punkt, Herr Scholz, den Herr Töpfer angesprochen hat und auch schon Frau Bittfurth angesprochen hat. Werden jetzt auf dem Altar dieser neuen Krise alle Überzeugungen geopfert, die wir schon mal hatten, zum Beispiel, dass Klimaschutz wichtig sei, dass es klare Klimaschutzziele geben müsste? Dafür ist just die Kanzlerin ja eingetreten. Und wird jetzt wieder der alte Grundsatz aufgemacht, mit dem die Kanzlerin nach Brüssel fuhr, indem sie gesagt hat, sie unterschreibt keine Bestimmung und verabredet keine, die deutsche Arbeitsplätze und deutsche Investitionen gefährdet. Wird also der alte Grundsatz wieder aufgemacht, dass Klimaschutz immer Arbeitsplätze kostet? Nein. Warum sagt sie es dann so? Weil Klimaschutz ja keine Arbeitsplätze kosten muss und es deshalb darauf ankommt, wie man ihn macht. Ich will ausdrücklich sagen, dass die Beschlüsse, die jetzt in Brüssel gefasst worden sind, die man kritisieren und diskutieren kann, aber so ähnlich auch ausgefallen wären, wenn es jetzt die gegenwärtige wirtschaftliche Situation nicht gegeben hätte. Sondern es geht ja darum, wie wir es hinbekommen, ein Maximum an Klimaschutzzielen zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir dies machen können mit einer vernünftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Frau Dittfurth, glauben Sie es auch? Sie atmen schwer. Nein, ich atme nicht schwer. Ich denke mir nur jetzt, ist egal. In so einen Haferbrei zu pieksen, ist ein bisschen schwierig. Mir ist nur gerade eingefallen, mit welchem triumphalen Siegesgeschrei 1989 nach sozusagen Wiedervereinigung, Zusammenbruch Sowjetunion und all dem, woran ich ja als undogmatische Linke auch immer gewaltig viel Kritik hatte, also im sogenannten realen Sozialismus, mit welchem Siegesgeschrei behauptet wird, das sei jetzt das Ende der Geschichte, das sei der Sieg des Kapitalismus, das sei das überlegene System. Und jetzt mal knappe 20 Jahre später wird der Laden auf eine ziemlich gewalttätige Art zusammenbrechen. Und das finde ich interessant, dann wird über Nebensachen gesprochen, aber gar nicht über die zentrale Frage. Es wird zum Beispiel nicht darüber gesprochen, wir werden in ein paar Jahren rückwirkend vielleicht, was heißt wir, ein Wir gibt es hier nicht, aber ich und ein paar andere kritische linke Leute werden vielleicht sagen, klar, es kam so, dass sie diese Konjunkturprogramme benutzt haben, zum Beispiel zur Finanzierung von Fusionen, die manche immer schon gerne wollten. Opel kann nicht alleine, General Motors soll das Geld nicht kriegen, also wird VW das vielleicht irgendwann mal billig einsacken können. Darf ich mich kurz wundern, dass Sie den Klimaschutz und den Umweltschutz als Nebensache begreifen? Nein, Sie wissen genau, was ich meine. Die Provokation verfängt jetzt überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht, sondern diese Trennung war doch immer schon ein kompletter Schwachsinn, ehrlich gesagt. Die Ökologie ist ein Teil der sozialen Frage. Und seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren inzwischen, seit 10, 15 Jahren ist zum Beispiel das Thema, wie interveniere ich in Betriebe und mache Produktionsbedingungen, Produktionsabläufe, wo die Leute nicht Krebs kriegen durch bestimmte, was weiß ich, chemische Verfahrensherstellung und andere, ist überhaupt nicht mehr der Diskussion. Das heißt, das, was Ökologie wirklich ist, zu gucken, dass vernünftig produziert wird, dass die Menschen gesund bleiben beim Arbeiten und beim Konsumieren und auch durch das, was an Luft und Wasser geht, die Frage ist doch in diesem Land schon längst aus der Debatte raus. Das interessiert im Moment gar keinen mehr. Noch in und jetzt wird der letzte Rest von ein bisschen Klima, weil wir jetzt alle mal begriffen haben, wobei die Touristen auf den Malediven haben sich doch, während sie sich da sonst nicht dafür interessiert, dass es eine Diktatur war. Aber jetzt ist es spannend, dass so ein Land beschließt, vielleicht umzusiedeln. Aber die eine Gelegenheit, einmal zu sagen, Frau Dittfurth hat recht, will ich nicht an mir vorbeigehen lassen. Nein, das darf nicht sein. Also, bitte unterbrechen Sie ihn. Deshalb will ich ausdrücklich sagen,
Die ökologische Frage ist immer auch eine soziale Frage. Und natürlich geht es um humane Arbeitsbedingungen. Das ist ein ganz zentrales Thema. Aber wir waren noch bei einem anderen Punkt. Nicht, dass wir den aus dem Blick verlieren. Und meine Frage war, ist sie jetzt im Zuge der Krise, selbst die eben noch sogenannte Klimakanzlerin, dazu übergegangen, dass sie gesagt hat, nein, wir machen die Rechnung wieder neu auf. Arbeitsplätze wiegen schwerer als Klimaschutz, Herr Töpfer. Daran sieht man, sie hat es einfach nicht begriffen bis heute. Das ist leider so. Aber sie ist für was anderes eingetreten. Solche Sätze helfen ja nicht weiter. Die beantworten ja nicht die Frage. Sie sagen ganz kurz, was ist. Für mich ist ganz eindeutig festzuhalten, erstens, es gibt niemand, der sich für Klimaschutz einsetzt, der das mutwillig auf Kosten von Arbeitsplätzen machen wird. Das ist doch völlig klar. Aber man muss sich fragen, wie entstehen Arbeitsplätze und wie können wir sie in die Zukunft führen. In einem Land, das gegenwärtig nach wie vor eine abnehmende Bevölkerung hat. Nebenbei, da muss man ja mal fragen, ob es zu einer Normalität werden kann und bleiben kann, dass ein zwar in der Zahl abnehmendes Land stabil nur sein kann, wenn man jedes Jahr 2% Wachstum hat. Das muss man ja mal fragen dürfen. Und wenn wir das tun, dann muss ich dann zurückkommen und sagen, welche Arbeitsplätze können in diesem Land, wo wir Investitionen durchführen müssen in Bildung, Zukunft haben. Und dann komme ich genau zu solchen Arbeitsplätzen, die eine neue Energiezukunft darstellen, die sich da fragen, wie kriegen wir das effizienter? Die deutsche Wirtschaft ist hervorragend aufgestellt in Energieeffizienz. Die besten Kraftwerke werden in Deutschland entwickelt. Die Leitungssysteme sind hervorragend. Okay. Dort können wir die Leitungssysteme. Die Technologie. Sie haben zu lange woanders gelebt. Nein, auf Frau Dittmuth. Sie haben. Denken Sie einmal an den Schneewinter, als wirklich alles zusammenbrach, ja, nur weil wissen, es ein bisschen kalt war. Aber wenn Sie mitgehört hätten, was auch Ihnen empfohlen werden darf, so habe ich nicht gesagt, dass die deutsche Wirtschaft in der Entwicklung und in der Produktion der besten Leitungssysteme tatsächlich weltweit führend ist. Dass sie das bei uns nicht durchgesetzt haben, ist eine der großen Möglichkeiten, jetzt in einem Konjunkturprogramm das zu machen. Zumal wir wissen. Das heißt, die würden jetzt, das finanziert kriegen, was sie jahrelang, weil sie ihre Profite höher haben wollten, verschlampt und nicht ausgegeben haben. Und jetzt kriegen sie Konjunkturhilfe aus Steuergeldern, um endlich die Leitung so zu legen, dass sie überhaupt in Takt sind. Ich würde gerne bei dem Grundgedanken noch bleiben, Herr Töpfer. Das meine ich doch. Frau, das ist das, wenn Sie mir das mit unserem Herr Sinn, dann helfen Sie uns bitte mal und sagen, ist Klimaschutz in Zeiten einer Wirtschaftskrise nicht mehr zu finanzieren? Und geht die Kanzlerin deshalb beim Gipfel in Brüssel hin, dass sie sagt, wir wollen für die deutsche Schwerindustrie Ausnahmen haben, dass sie erst später in den Emissionshandel einsteigen. Ja, Klimaschutz ist immer nötig. Wir haben ein Klimaproblem und müssen das auch irgendwie angehen. Insofern bin ich also schon der Meinung, dass das, was beschlossen wurde, jetzt richtig ist. Und man muss ja sehen, obwohl die Zertifikate verschenkt werden an die Industrie, greift es ja schon klimapolitisch, denn die sind ja handelbar. Das heißt, eine Firma kann ja diese Zertifikate, die sie geschenkt bekommen hat, dann auch verkaufen und hat den Verkaufserlös und kann dann sauberer stattdessen produzieren mit weniger CO2-Ausstoß. Das heißt, der Anreiz ist auch so gegeben durch das Verschenken. Wir sind ja seit 2005 schon in einem System, wo wir diesen Zertifikatehandel haben in Europa. Und die Zertifikate sind verschenkt worden. Trotzdem hat man den Gesamtausstoß bereits gedeckelt. Die Frage, ob da bezahlt werden muss oder nicht bezahlt, hat mit der Frage des CO2-Ausstoßes insgesamt wenig zu tun. Denn der Deckel wird ja in Brüssel festgelegt, bis auf die letzte Tonne, Punkt. Nicht? Und das ist im Übrigen ein wichtiger Aspekt für die Beurteilung der deutschen Politik. Hier gibt es wirklich zwei Problemkreise, die man sehen muss. Das eine ist, dass also zusätzliche Sonderförderungen, die man in Europa, in Deutschland hat, mit dem Erneuerbaren Energiegesetz zum Beispiel, dass wir also grünen Strom machen, innerhalb dieses Systems, was in Europa existiert mit den Zertifikaten, keinen Nettoeffekt hat, weil der grüne Strom dann zwar den fossilen Strom zurückdrängt, Zertifikate aber freisetzt und ja, das ist aber wichtig, in anderen europäischen Ländern so viel mehr Ausstoß erzeugt, wie man hier freigesetzt hat. Das Zertifikatesystem ist gut,
Darüber hinausgehende Kosten, die dem Verbraucher auferlegt werden durch diese Einspeisetarife, bringen für das. Aber es war doch ganz anders gedacht, Herr Sinn. Deshalb habe ich Sie gefragt, Herr Töpfer, helfen Sie mir. Es war anders gedacht. Es sollte nicht so sein, dass die deutsche Schwerindustrie ausgenommen wird. Sie hatten auch im Vorfeld noch gesagt, das Allerbeste wäre, wenn das ganz ohne Ausnahmen durchging. Erst dann haben wir eine gute Chance, dass die Klimaschutzziele erreicht werden. Ja, das sage ich auch nachher. Das haben wir auch sehr deutlich angemerkt, etwa vom Rat für nachhaltige Entwicklung, dass wir, wo wir Ausnahmen haben, die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, nicht erreichen werden. Und das ist ja nur ein kleiner Hinweis darauf, dass wir erneuerbares Energiegesetz haben, führt zum Beispiel dazu, dass wir unser Ziel, nämlich 20% erneuerbare Energien zu erreichen, möglicherweise erreichen können. Das stimmt, und dass deswegen, Herr Sinn, der Deckel kleiner sein kann. Denn wenn wir die 20% nicht hätten, wäre der Deckel höher. Der Deckel also ist ja schon definiert. Es wird eine Kürzung der Deckel um 19% geben. Ich will das jetzt nicht weiter. Bis in die nächste Handelszone. Mir ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert. Ist ja schon ich will auch eine sehr technokratische Debatte. Ich will ja gar nicht technokratisch reden. Ich will nur noch einmal sagen, es ist gut, dass wir massiv darin investieren, dass wir erneuerbare Energien durchsetzen. Gut, dass es mal gesagt wird. Das ist genau richtig. Und dass wir ein erneuerbares Energiegesetz haben, dass das voranbringt, ist ebenfalls gut. Ist ich glaube, das sollte man auch dazu sagen. Und wir sollten, es gibt einen Beschluss des Deutschen Bundestags. Wir sollten wirklich dazu übergehen, zu sagen, dies jetzt in der Krise der Wirtschaft verstärkt zu machen, dafür wirklich einen neuen Schub zu geben, ist hervorragend, weil es auch unseren Klimazielen hilfreich ist. Und wenn wir eins dazu sagen dürfen noch, überall, wo wir Zertifikate verschenken, heißt es ja nicht, dass sie nicht unsere Preise beeinflussen. Denn sie werden natürlich aktiviert. Wir bezahlen also in den Strompreisen auch für die verschenkten Zertifikate. Nur um das mal dazu gesagt zu haben. Und dann komme ich zu Frau Ditbur zurück und sage, das ist in der Tat ein gutes Geschäft. Für die, die kostenlos Zertifikate bekommen, die direkt aktivieren können, in die Preise einbringen und damit Erträge haben, die sie eigentlich woanders hin einsetzen sollten. Zusammengefasst noch mal. Es ist nicht die Frage, machen wir gute oder schlechte Klimapolitik, sondern die Frage für mich und für viele ist, müssen wir nicht Klimapolitik als Ziel mithaben, wenn wir die aktuelle Konjunkturkrise bewältigen wollen? Zwei Krisen mit einem Schlag, das ist der Punkt. Ja, also wie passt dann dazu, Herr Kannegießer, dass der Chef der norddeutschen Raffinerie die Woche gesagt hat, wenn er nicht ausgenommen würde vom Emissionshandel, dann würde ihn das pro Jahr 45 Millionen Euro kosten und er würde ganz sicher Arbeitsplätze verlagern müssen. Heißt das dann nicht wieder, hatten wir hier schon diskutiert, dass er den alten Grundsatz wieder aufmacht, hey, wenn ihr da ordentlich in Klimaschutz investieren wollt und mich verhaftet, dann kostet das Arbeitsplätze? Also ich glaube, dies entweder oder bringt nichts. Diejenigen, die sagen, es muss alles so bleiben, es darf nichts kosten, das ist genauso blödsinnig wie die, die sagen, wir müssen über Nacht unsere ganzen Strukturen verändern. Beides geht nicht. Ich bin nun kein Spezialist für Klimapolitik, aber eins ist mir klar, Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik müssen sich ergänzen. Eine Umweltpolitik, die überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, kann nicht funktionieren. Wir sehen, dass überall die größten Umweltprobleme da sind, wo keine wirtschaftliche Substanz vorhanden ist, um sie überhaupt zu finanzieren. Und umgekehrt, eine Wirtschaftspolitik, die dies nicht als Perspektive hat, es einbezieht und damit man auch verdient vor Ort Geld verdienen kann, wenn man es gut macht. Das muss auch so sein, sonst können Sie damit keine Arbeitsplätze, keine Investitionen schaffen, keine Märkte aufbauen. Das ergänzt sich. Ein großer Teil unserer Industrie heute lebt von Umwelttechnik, die sie weltweit installiert. Und wenn gesagt wird, wir haben